Aber aus dem Nichts packt er den Tomahawk aus. Was geht ab, Freunde? Heute ziehen wir uns die besten Dunks aus dem Jahr 2021 rein. Das heißt, wir sind wieder saisonübergreifend unterwegs, denn die letzte Saison hat ja im Jahr 2021 geendet und die Saison, in der wir uns jetzt gerade befinden, hat im Jahr 2021 angefangen. Dementsprechend blicken wir auf zwei halbe Spielzeiten. Es würde mich überraschen, wenn da jetzt Dunks drin wären, die wir bisher noch nicht gesehen haben, einfach weil wir hier auf dem Kanal so viel NBA Highlights und Dunk Compilations pumpen. Aber ich lasse mich trotzdem überraschen und vor allem, was ja wirklich auch spannend ist, die Reihenfolge, die von der NBA festgelegt wurde. Also welcher Dunk ist letztendlich dann auf der 1? Und sind wir cool mit diesem Pick? Das gilt es jetzt herauszufinden. Deswegen würde ich sagen, wir sehen hier schon mal Anthony Edwards mit einem Monster-Dunk, den ich extrem gefeiert habe. Und das hier war ein Miles Bridges-Dunk, ich glaube über Clint Capella. Und da sehen wir hier die Reaction von LaMelo Ball. Also komm, wir gehen mal direkt rein. Alright, wir sind bei den Grizzlies. Das heißt, wir kriegen einen Ja-Eliup. Uff. Sehr, sehr krasse Hangtime hier mal wieder von Ja. Wir wissen, was er für ein krasser Leaper ist. Okay, wir gucken es uns nochmal an in der Zeitlupe. Schau, wie er voll nach vorne sprintet, den anderen Dude sogar wegdrückt. Digga. Ey, Ja ist so crazy. Und guck dir an, was er für eine wunderschöne Absprungtechnik hat. Habt ihr das gesehen, wie er da reingeflogen ist? Digga. Ey, Ja ist nicht von dieser Welt. Also seine Athletik ist wirklich mit die heftigste, die ich bisher jemals gesehen habe. Nicht nur unter den aktuell jungen Spielern, sondern wirklich in NBA History. Achtet hier nochmal auf den Absprung, wie clean er das macht mit den Armen nach hinten. Und dann einfach Kopf auf Ringhöhe. Dude ist crazy. Okay, das ist auf jeden Fall ein Miles Bridges-Dunk. Uff. Aber aus dem Nichts packt er den Tomahawk aus. Wer macht in so einem Moment überhaupt einen Tomahawk? Aber gut, sonst wäre er wahrscheinlich geblockt geworden. Sonst wäre er wahrscheinlich geblockt worden, so rum. Was ist das? Oh, yo, yo. Schau mal, zeig mal Mann Klecks ein bisschen Respekt. Ganz genau. Über LeBron. Auch wenn er ihn nicht komplett gestopft hat, ja, er wirft ihn ein bisschen in den Ring. Haben wir schon damals geklärt, als das Play rauskam oder passiert ist. Aber na komm, das müssen wir nochmal sehen. Also wie er da über LeBron drüber geht. Schon mal, LeBron springt voll in ihn rein und trotzdem macht er das Ding. Ist crazy. Cam Johnson. Cam Johnson mit einem Monster-Dunk in den Finals. Heavy. Heavy. Stimmt. Den hatte ich tatsächlich vergessen. Das ist der erste Dunk, wo ich gerade dachte, so, hä, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran. Aber ja, true, Cam Johnson, ey. Über PJ Tucker. Da haben wir auch lange drüber debattiert, ob PJ Tucker nicht eigentlich stand. Weil sie haben das Foul an PJ Tucker gepfiffen. Steht er nicht eigentlich? Also, schwierig. Ja, boah, guck dir das an, ey, guck dir das an. Das ist wie Tom Chambers über Mark Jackson. Yikes. Zion. Okay, Real Talk, wer hätte hier wirklich jetzt einen Zion-Dunk erwartet? Ich habe nicht mal dran gedacht, dass Zion ja im Jahr 2021 überhaupt gespielt hat. Aber ja, klar, und das war ein heftiger Dunk. Na, da gibt es noch ein besser. Ah, es gibt noch eine bessere Kameraeinstellung. Schade. Okay, Kawhi. Ist auch so ein geiler Call. A Major Kawhi Light. Sehr, sehr geiler Call. Wirklich heftiger Dunk. Aber ich würde sagen, Kawhi müsste dann sogar zweimal sein, weil ich fand seinen Dunk über Maxi Kleber sogar noch besser. Das ist der von Miles. Das ist der von Miles. Ey, er zieht ihn so hart auf. Er kommt halt wirklich und zieht ihn so auf. Das ist crazy. Ich weiß nicht wirklich, wie ich das beschreiben soll, aber das ist schon mit eins der athletischsten Plays ever. Und da haben wir die Reaction dann von Melo. Ja, über Clint Capella. Yikes, yikes. Guck dir an, wie hart er den aufzieht. Oder so einen guten Shotblocker wie Capella auch noch. Mean. Aber okay, dem haben sie nur die 4 gegeben. Jetzt haben wir erstmal den Edwards-Dunk. Das wäre mein Pick gewesen. Finde ich
absolut überragenden Dank. Für mich wahrscheinlich der heftigste Dank. Ich bin jetzt gespannt auf 2 und 1. Ich weiß gar nicht, was wir da jetzt noch kriegen. Vielleicht den Toscano Anderson Dank. Da finde ich den Anthony Edwards Dank aber heftiger. Ah, okay, den Valley-Oop. Ja. Deshalb, ja. Also war halt kein spektakulärer Dank, war ein wichtiger Dank. Okay, und Nummer 1 ist der Giannis Alley. Okay, verstehe. Throws it down. Okay, also sie haben hier praktisch Plays jetzt gewählt für die 2 und für die 1, die halt wahnsinnig wichtig waren in den Finals. Sind jetzt aber nicht die spektakulärsten Dank. Also gerade der Valley-Oop an der 2, das hat ja an sich überhaupt nichts mit dem spektakulären Dank zu tun. Das war einfach ein sehr, sehr gut ausgeführter Alley-Oop. Und jetzt hier der von Giannis, beziehungsweise von Drew auf Giannis, war halt ein Wahnsinns-Play, was wahrscheinlich am Ende die Finals dann komplett für die Bucks entschieden hat, weil ich glaube, nach dem Play war alles vorbei. Ja, also da war es wirklich Game Over dann. Aber ja, also wenn es nach mir ginge, dann wäre der Anthony Edwards Dunk an der 1 gewesen und der Miles Bridges Dunk von davor an der 2. Ich verstehe aber auch, dass man bei Dunks, die so viel bedeutet haben, die dann an die 2 und 1 gestellt hat, ist am Ende Geschmackssache. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Dunk ihr am allerbesten fandet, beziehungsweise welchen ihr gerne an der 1 gesehen hättet. Das war's jetzt von mir. Danke euch fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.